Hallo Freunde des Let's Plays, hier ist wieder euer Leon und ich freue mich euch begrüßen zu dürfen zu einem neuen Projekt und zwar Geisterjäger Delaware St. John und das Haus der Toten. Ja, ich habe mich nämlich dafür entschieden, weil ich das damals verdammt oft gezockt habe eigentlich. Ja, ich finde es soweit ganz cool. Gibt es eine Trilogie von, ich glaube drei Teile, einmal die Stadt der Toten, beziehungsweise das Haus der Toten, die Stadt der Toten und die Secret-Tragödie. Wohin des Wegs, werter Geist? Ich mache es mir vor euch an. Man muss ja nicht vorlesen, man kann euch das einfach direkt mal alles anhören. Dann müsst ihr euch das auch nicht durchlesen, das ist ein bisschen bequemer für uns alle. Ja, wie gesagt, worum geht's hier? Es geht hier um einen Geistjäger, der Vision bekommt von irgendwoher, was weiß ich vorher, von Geistern, die ihn welche übermitteln. Und er geht den Visionen bzw. den Geistern auf die Spur. Das heißt, die versuchen uns was zu sagen und wir müssen halt in dem Sinne das rauskriegen, was sie uns vermitteln wollen, ob die irgendwo festhängen, dies, das. Ich meine, jeder kennt es natürlich aus irgendwelchen Horrorfilmen. Ja, Geistjäger, dies, das, soweit, ja, ich weiß nicht, soweit müsste man nichts erklären. In dem Sinne ist auch ein Point-and-Click-Adventure, so ein Horror-Game in dem Sinne, also für so Geisterfreaks. Ist natürlich ab 16 Jahren, also alle Leute, die unter 16 Jahre sind, bitte abschalten. Ja, ich überspringe die Einführung einfach mal, weil da ist nichts besonders Großartiges zu lernen, weil ich meine, wir kriegen das sowieso mitbekommen in dem Spiel hier, wenn wir jetzt das Spiel starten. Von daher würde ich mal sagen, höre ich auf zu quatschen und ja, let's play. Wir fangen an mit Kapitel 1, Jugendlicher Wahnsinn. Und ja, hier seht ihr wieder Kapitel 2, Tod und Verderben. Das heißt, es gibt zwei Kapitel in dem Sinne bei jedem Game. Ja, wir fangen einfach mal mit dem Jugendlichen Wahnsinn an. Es beginnt so, wie es immer begann. Fremde Stimmen aus weiter Ferne. Ohne Vorwarnung bitten sie mich um Hilfe. Es wäre nichts Besonderes, kämen diese Stimmen nicht aus dem Jenseits. Schon als ich klein war, konnte ich diese Stimmen hören. Je älter ich wurde, desto deutlicher wurden sie, bis ich herausfand, wie ich ihnen helfen konnte. Natürlich machte diese Gabe mir ein normales Leben nahezu unmöglich. Zumindest dachte ich das, bis ich Kelly Bradford traf. Sie führte einen kleinen Buchladen in der Altstadt und nebenbei klärte sie für zahlende Klienten paranormale Vorkommnisse auf. Von da an arbeiteten wir zusammen. Alles lief wunderbar, bis vor einem Monat, als ich wiederholt denselben Albtraum hatte. Die Stimmen wurden lauter und bedrohlicher, bis ich es nicht mehr aushielt. Etwas Mächtiges rief mich, und ich musste dem Ruf folgen. Mein Name ist Delaware St. John, und dies ist die Geschichte vom Haus der Toten. Ja. Und jetzt kriegen wir erstmal die ganzen Credits vorgelesen, beziehungsweise erstmal alle gezeigt. Das ist so jetzt, die Bilder jetzt, die da sind, sind in dem Sinne die Sachen vom Haus der Toten, also die ganzen Räume, die werden wir auch alle noch kennenlernen, beziehungsweise werden wir alle noch sehen. Ist schon auch schon ein bisschen älter, das Game, also wenn ich mal so die ganzen Systemvoraussetzungen anschaue, also Pentium 3 mit 800 MHz im vergleichbaren Prozessor, 500 MB verfügbar Festplattenspeicher, 256 MB RAM. Ich meine, dann geht dann das schon irgendwo doch zu denken, aber ich finde das Spiel einfach mal cool und deswegen wollte ich es einfach mal zeigen. Also ist schon eigentlich ganz okay soweit, finde ich, also ziemlich gut gemacht. Für das Geld konnte man jetzt auch nicht so viel sagen, ich weiß nicht, so bekannt ist das Game auch eigentlich in dem Sinn gar nicht. Von daher finde ich es auch mal cool, das mal ein bisschen bekannter zu machen unter den ganzen Playern, beziehungsweise die Leute, die auf Games stehen und so ein bisschen Horrorflair in sich haben, beziehungsweise Geisterflair. War auch damals nicht so groß angekündigt, soweit ich weiß, also nur so still und heimlich auf den Markt erschienen. Ich habe das, glaube ich, auch von eBay gekauft oder aus einem anderen Spieleladen, ich weiß gar nicht mehr genau, woher ich das habe. Gab es auch in so einem Doppelpack, gab es die ersten beiden und danach das andere Game, das habe ich mir nochmal einzeln gekauft. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Macht auch mal ab und zu Spaß, sowas zu zocken, klar, keine Frage. Ja, da sind wir auch schon und jetzt geht's los. Und wieder jemanden ertappt, der sich auf ein nächtliches Abenteuer weggeschlichen hat.
Kelly! Woher wusstest du, dass ich weg bin? Das Gerät, das du da in der Hand hältst, das ich gestern gegen dein Handy ausgetauscht habe, ist ein neuartiger Voice Imagery Communicator. Oder VIC, wie ich es nenne. Damit kannst du Bilder machen, Geräusche aufnehmen und ich kann dich damit orten. Was man heutzutage nicht alles in Online-Auktionen findet. Du musst es ja wissen. Von der Ortung her würde ich sagen, du bist außerhalb von Morrisville. Ich stehe in einem alten Gebäude. Sieht aus, als wäre es schon Jahrzehnte geschlossen. Morrisville Manor, oder wie es die Einheimischen nennen, das Haus der Toten. Dieser Ort hat eine ziemlich düstere Vergangenheit. Och nein, sag jetzt nicht, dass meine Albträume mich nicht in ein Luxusressort mit allem Pipapo geführt haben. Typisch. Morrisville Manor wurde 1892 vom wohlhabenden Geschäftsmann Bernard Amont errichtet. Es galt früher als erstklassiges Luxushotel. Nach einer Reihe von tragischen Unfällen galt es jedoch als verflucht. Das Geschäft flaute ab und das Hotel wurde geschlossen. Ich werde versuchen, mehr darüber herauszufinden. Gute Idee. Ich frage mich, wo hier wohl der Lichtschalter ist. Diesmal liegst du mit deinem Sarkasmus gar nicht mal falsch. Nach alten Bauplänen, die ich online gefunden habe, steht im Keller ein Notstromgenerator. Wenn du das zum Laufen kriegst, wird es dir mehr bringen als deine Taschenlampe. Ja, wäre schon praktisch. Vor allem, da die Batterien fast leer sind. Genau. Unvorbereitet auf Exkursion, Delaware? Wieso überrascht mich das nicht? Also dafür... Was war das? Achso, die Musik. Ja, dafür, dass das so ein bisschen ab 16 ist. Es regnet, es regnet. Der alte Mann erbietet. Ein Schatten kam in tiefer Nacht. Er lacht und hat den Tod gebracht. Ja, also es ist schon ziemlich heftiges Gänsehaut-Feeling, also das ist echt übel, das Game. Okay, wir gehen erstmal in den Keller. Hier ist soweit nichts. Okay. Gehen wir einfach mal da, wo die Taschenlampe uns hinzeigt. Okay, hier geht's nicht lang. Okay. Gestalten, die verschwinden. Yep. Stimmen aus dem Jenseits. Yep. Sich bewegende Möbelstücke. Yep. Ich würde sagen, hier spukt es. Definitiv. Und es macht keinen Spaß, irgendwie großartig weiterzugehen. Nee, das gucken wir uns gleich an. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu gruselig. Ich versinke doch nicht bis zu den Knien im Dreckwasser, dafür muss es doch was geben. Ja, alles klar, stell dich so an. Dann müssen wir mal gucken, was es gibt. Ah. Anglerstiefel, schick und praktisch. Da schlüpfe ich mal rein. Jo, alles klar, machen wir gleich mal. Können wir jetzt in den Scheißladen hier reingehen? Wie ziehen wir die an? Das ist ja schon gleich, okay. Ja, gucken wir mal an. Elevators off on. Wo war gerade das Auge gewesen? Da. Okay. Ah. Der neue Notstromgenerator ist einsatzbereit. Damit die Aushilfe Ben nicht alles kaputt macht, habe ich ein Schloss draufgepackt. Da ich nicht gut bin im Merken von Kombinationen, habe ich sie mir aufgeschrieben. Aber so, dass nur ich darauf kommen kann. 8 Mummeln in der Hand, 2 Kerzen im Gewand, 3 Blumen mit einem Band, 6 Bohnen dick mit Schmand. Rückwärts an die Wand. Okay, ja, das sind wieder irgendwelche komischen Rätseln, aber ich glaube mal, das ergibt irgendwie 6, 3, 2, 8. Gucken wir mal, ob das richtig ist. Wo ist denn das scheiß Schloss? Ja. Wo machen wir das hier an? Jetzt hier irgendwo was? Ja. Das ist nichts. Da. Okay, war das 6? Was ist das denn? Und jetzt. 6. 6. 3. 3. 2.
2. 8. 8. Na toll. Ich habe Vorahnungen und kann Geister sehen, aber ich sehe nicht voraus, dass meine Taschenlampe den Geist aufgibt? Typisch. Super. Juhu! Warum ist das überhaupt alles mit dem Geist? Okay, da müssen wir anscheinend nicht mehr hin. Da ist gar nichts mehr. Ah, eigentlich ist der Keller hier wieder voll beleuchtet mit Licht. Was haben wir denn hier? Hier ist halt gar nichts. Ein Aufzug oder keine Ahnung was. Eine Truhe. Eine Truhe? Sieht so aus, als wäre sie schon sehr lange hier unten. Oh ja, definitiv. Obwohl, so alt sieht die gar nicht aus, finde ich. Was ist das? Eine Schatulle. Abgeschlossen. Irgendwo im Gebäude muss doch der Schlüssel sein. Okay, eine Truhe, eine Schatulle. Was gibt's noch? Die Tür ist abgeschlossen. Eine abgeschlossene Tür. Bringt uns auch nicht weiter. Na, hier ist auch nichts mehr. Hier auch nicht. Aber wir können jetzt mal nach oben gehen, dann können wir uns mal ein bisschen umgucken. Oh Mann, seht euch nur diesen Schuppen an! Warte doch, Mark! Wir sollten zusammenbleiben! Warum? Hast du etwa Angst? Ist doch richtig geil hier für eine Party! Sag ich doch. Und nur für uns alleine. Ich hab gehört, hier soll's spuken. Mach dir nicht ins Hemd. Wenn wir einen Geist sehen, kann Heather doch auf Voodoo-Hexe machen. Sehr witzig. Aber so wie du riechst, werden die Geister eh einen Bogen um uns machen. Hey Lisa, warum mussten wir eigentlich das Grufti-Kind da mitnehmen? Weil das Grufti-Kind meine beste Freundin ist. Also halt die Klappe, sonst hauen wir beide ab. Wir sollten uns mal umsehen hier. Ja, ich glaube, ihr hättet besser abhauen sollen. Aber... Die Tür ist abgeschlossen. Es ist spät dafür, glaube ich. Und die Tür ist wieder abgeschlossen. Nein, wir wollen nicht nochmal hin. Man hört mir auch bestimmt zu dermaßen schön klicken mit der Maus. Oh Mann. Ja, Point and Click halt, ne? Können wir irgendwie raus? Kommen wir da rein? Ja, können wir rein. Aber ich wollte mich erstmal noch hier umsehen. Hier ist nichts mehr. Jetzt rede ich um. Können wir eigentlich dazu beide hingehen oder so? Ich möchte da hingehen. Ja, hier. Pizza. Ich bin zwar hungrig, aber nicht lebensmüde. Okay, da ist doch nichts mehr außer Krümel. Du stellst dich an. Können wir da nicht jemanden untersuchen? Da ist was. Ah. Okay. Ziemlich komisch hier alles. Aber hier scheint ihm nichts zu sein, oder? Ich flitze mal mit der Maus hier drüber. Fragen wir mal die Alte, die können wir mal auch befragen. Kelly, jetzt mal rein hypothetisch. Stell dir vor, ich würde deine Hilfe brauchen. Wie würdest du dann reagieren? Ich würde dir zunächst sagen, dass du mich hättest mitnehmen sollen. Dann würde ich dir den Tipp geben, dich im Gebäude umzusehen. Falls du Probleme hast, von einer Etage in die andere zu kommen, halt die Augen auf. Du wirst schon Mittel und Wege finden. Okay, super. Das war jetzt mal eine tolle Aussage. Ich würde jetzt eigentlich in dem Sinne sagen, typisch. Der Türgriff ist abgebrochen. So kriege ich die Tür nie auf. In dem Sinne mal nicht. Der Türgriff ist abgebrochen. So kriege ich die Tür nie auf. Machen wir uns mal auf den Weg nach oben. Bild. Okay. Hier ist doch eine Blumenvase. Für Wasser ist das wohl zu spät. Ja, definitiv ist es für Wasser zu spät. So sieht's auch aus. Okay. Hier ist auch nichts Großartiges. Es ist eine Tür. Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Nicht zu wundern, ist aber schon abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Ja, super. Wussten wir doch gleich von vornherein. Also hätten wir uns schon super denken können. So. Gehen wir mal in den großen Saal rein. Heidi Witzka. Leute, was uns hier in dem großen Saal erwarten wird, dies und noch viel mehr, werden wir in der nächsten Folge wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Sega Delaware St. John. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß. Ciao.